Ey, ganz ehrlich. Ja, er hat sich nicht gerade als der Freundlichste, als der Freundlichste dargestellt. Das ist richtig, ja. Andererseits guckt er jetzt auch so ein kleines bisschen bettelnd, ne? Ich weiß halt nicht, das Problem ist, ich weiß halt nicht, ob er uns noch irgendwie nützlich sein könnte. Und sei es nur durch irgendwelche Informationen, was heißt nur, ne? Ist ja auch wichtig. Das ist so der einzige Grund, den ich mir vorstellen könnte, ihn am Leben zu lassen. Ich weiß nicht, ob er uns gefährlich werden könnte. Er scheint selber ziemlich im Sack zu sein. Das Arschloch ist ziemlich im Arsch. Ne? Von daher glaube ich irgendwie nicht, dass er uns wirklich... Meinst du, wird er uns... Na gut, vielleicht kann er sich mit der Zeit ein bisschen heilen. Ja. Und wird uns dann tatsächlich noch in den Arsch treten. Irgendwo runterschubsen oder so. Keine Ahnung, keine Ahnung. Gute Frage. Ja, das mag sein, ja. Das mag sein. Ich könnte mir jetzt auch nicht so hart vorstellen, dass aufgrund der Tatsache, dass wir ihn jetzt töten, dass wir... Dass das jetzt irgendwelche... Wie soll ich sagen? Dass es für jemand anders negative Konsequenzen haben könnte, oder? Ich glaube nicht, dass er jetzt auf einmal konvertiert und, was weiß ich, irgendwie gute Taten vollbringt und irgendjemanden rettet oder so, den wir ansonsten nicht retten könnten. Oder irgendwie sowas. Oder er stellt sich als, was weiß ich, für einen Überlebenskünstler heraus. Gut, das könnte wirklich vielleicht sein. Oder als Arzt oder sowas. Glaube ich nicht. Okay. Also ihr seid dafür, dass wir ihn ein kleines bisschen zwischen den Rippen kitzeln. Ich weiß ja auch nicht, ob es ihn direkt umbringt. Was machen wir denn, wenn er dann noch weiter zappelt? Naja, müssen wir dann mal gucken. Ja. Ich glaube, diese Diskussion, die muss ich dann hinterher reinschneiden. Werde ich mir das merken können. Mal schauen. Ja. Naja. Oh, ihr seid sehr direkt. Ich merke schon. Gut, ja gut, dann soll es so sein. Machen wir die nächste Folge und gucken, was passiert. Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Gut, wahrscheinlich werde ich die Diskussion von eben sowieso reingeschnitten haben. Von daher kann ich mir eigentlich die Begründung für diese Entscheidung jetzt sparen, sie noch einmal zu wiederholen. Wir sind... dafür, der Chat ist dafür, meine ich natürlich, voll fies zu sein, ich habe damit nichts zu tun, und das Messer hineinzudrücken. Gut, dann testen wir das mal und gucken, was passiert. You hurt my friend. Maybe even killed her for all I know. You scared an old lady half to death. You let all those people die. A knife in the gut is the best it's ever gonna get for you. No! Oh, you son of a... Könnt ihr das mit eurem Gewissen vereinbaren? Ja, von wegen. Ich wollte ihn ja zum Essen einladen. Ne? Das wäre ja meine Idee gewesen. Nun gut. Wir haben uns entschieden. Hops ist hops gegangen. Ja, wir haben jetzt keine Gelegenheit mehr, ihn zu fragen. Er wird es jetzt schon definitiv hinter sich haben. Oder er ist jetzt nicht nur ohnmächtig oder so. Ich glaube, er hat es wirklich hinter sich. Nicht, dass wir hinterher wiederkommen und, was weiß ich, er liegt hier und pennt. Kannst du das Messer nehmen? Gute Frage. Können wir nicht? Echt nicht? Ich probiere mal, warte mal, ich versuche mal Hops zu benutzen. Nee, es geht nicht. Scheint nicht zu gehen. Buch kann ich mitnehmen.
Kommt jetzt näher ran? Nee. Okay, dieses Messer nicht mitnehmen zu können, ist wirklich merkwürdig. Ist wirklich merkwürdig. Kann ich diese Lampe mitnehmen? Oder wenigstens das Öl daraus auch nicht? Na, da leck mich doch. Jo, nun gut, dann rest in pieces. Und wir sammeln weiter Bücher. Wie viele Bücher hier sind? Hat sich gut beschäftigt hier, Bargeld. Hm. Den Schlüssel müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich will mal hoffen, dass das geht. Okay, ach so. Ja, stimmt, das wäre natürlich auch noch so ein Ding. Man könnte es rausziehen und nicht mal dann hat man sie. Okay, das ist ein bisschen albern. So als Belohnung oder sowas. Hm. Haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Oder ich zumindest nicht. Na gut, aber du wusstest das offenbar schon. Ne? Nun gut. Bankschließel. Ja, Bankschließel. Da ist der Bankschließel. Ne? Nummer 15. Nehmen wir mal mit. Deswegen sind wir eigentlich hier. Wir haben ein Brecheisen. Das ist allerdings nicht schlecht. Da können wir ja so einige Sachen aufmachen. Ich hoffe mal, das hält eine Weile. Ist auch eine gute Frage, ob wir es irgendwann reparieren müssen, da es ansonsten weg ist oder sowas. Wie viele Bücher einfach. Und diese Bude ist auch nicht so schlecht. Schön groß. Was ist das für ein Riesenventilator? Okay, wir müssen uns hier mal in Ruhe umgucken. Ich würde den ehrlich gesagt gern aus der Bude schaffen, ne? Einfach damit er weg ist. Ansonsten ist es ein bisschen blöd hier zu wohnen. Nicht, dass ich das jetzt unbedingt machen wollen würde, aber... Ja. Dann wird hier auch sonst niemand mehr wohnen wollen, wenn er hier bleibt. Truhe durchsuchen. Oh ja. Mach das mal. Das ist eine große Truhe. Neue Wanderstiefel. 100%. Was? Okay. Cool. Das klingt allerdings gut. Das will ich mir mal angucken. Schuhe? Ja. Ja. Anziehen. Mach das. Hey, endlich mal was gefunden, was, naja, gut aussieht. Skijacke. Gucken, Skijacke müsste doch eigentlich, dieses Klappern, ne? Müsste doch eigentlich ordentlich sein. Na, vielleicht nach dem Reparieren, aber jetzt so akut. Nee. Irgendwie tragen wir schon das Beste. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir hier noch etwas. Wir haben auf jeden Fall einiges zu untersuchen. Das machen wir auf jeden. Auf jeden. Ist sogar ein Handy. Warum diese komischen Rennhandschuhe hier? Überall. Ein brauchbares Anzughemd. Ja, wenn wir uns irgendwie fein machen müssen für die große Diskussionsrunde mit den wiedergefundenen Anwohnern, dann können wir das anziehen. Gut. Die Schublade da eben, die hier den Koffer hatten wir schon, der ist leer. Holzstreichhölzer, ja. Mach das so, Sturmlaterne. Nobody needs this anymore. Ja. Können wir denn umfüllen in unsere? Müssen wir doch mal gucken. Regal, oder ist die irgendwie besser als unsere? Glaube ich ja kaum. Glaube ich ja kaum. Wir haben die beste. Wir haben die beste, das Beste vom Besten. Gnocchi. Gut. Ja, was? Sowas von Sachen übersehen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Aber so ist das halt. Ich will dieses Klappern abstellen. Das geht mir auf den Senkel. Was? Stromrechnung, ah. Nachher auch mal gucken. Ja, das ist in Ordnung. Haben wir denn noch ein bisschen... Naja, viel haben wir nicht mehr. An Platz. An Gewicht übrig. Gewichtsbudget sozusagen. Und hier gibt es noch jede Menge zu untersuchen. Vielleicht müssen wir auch nochmal wiederkommen. Wenn wir jetzt hier... schimmelig. Wenn wir allzu viele Sachen finden. Kann man die schimmeligen Sachen noch essen? Oder kann man die erwärmen oder sowas? Hilft das gegen Schimmel? Ich weiß ja nicht. Naja. Ich traue mich nicht so recht. Ist auch blöd, wenn wir hinterher krank sind. Ofen? Nee, wobei, ich will mal ganz kurz gucken. Achso, erstmal müssten wir Feuer machen, ne? Dann nicht. Ich wollte nur mal kurz gucken, ob wir die Sachen erwärmen könnten. Was? Notiz des Nachbarn, ja. Irgendwas? Okay. Hagebutte. Eine Hagebutte. Ist das euer Ernst? Oder waren das mehrere?
Karton, ist da was? Nee, ist nicht. Karton. Karton, Metalleimer, nee. Na, auf jeden Fall so einiges zu essen. Das ist eigentlich ganz cool. Können wir einiges der Mama geben. Ja, ja, ja. Können wir ihr nicht einfach ein bisschen... Oh, Verstauchungsrisiko, das ist nicht so gut. Dann esse ich direkt mal was. Können wir ihr nicht irgendwas anderes unterjubeln als Essen? Boah, was nehme ich denn? Hier erstmal die, ja, schlechten Kleinigkeiten. Warum nicht? Oh ja, wir sind echt überladen. Naja, so gerade eben. So, dann hier einmal den hier. Wasser ist relativ schwer. Haben wir ja schon mal festgestellt. Ja, und jetzt? Sachen zerlegen oder wegwerfen oder so. Ich glaube, das Zerlegen nutzt nichts, ne? Oh Mann, hier ist ja noch mehr Zeug. Ja, ja, ja. Ja, ansonsten wird nochmal wiederkommen, ne? Wie gesagt. Was haben wir hier? Schublade. Nope. So, lass mich raten, eine Hagebutte. Oder so ein bisschen Papier hier lassen. Hm. Die ganzen Bücher. Könnte ich die denn mal... Könnte ich die mal zusammenlagern? Weil das ist irgendwie zu viel. Einfach alles zu viel. Hier in den Schreibtisch. Merkt ihr euch das? 5 Kilo. Vielleicht irgendein größeres Behältnis. Vielleicht hier? 20 Kilo, das sieht nicht so schlecht aus. Hier, 15 Bücher, das ist wirklich übertrieben. Dann kommen wir vielleicht bei Zeiten nochmal. Es war jetzt nicht so der mega lange Weg, von daher. Hier, mach mal umlagern. Das ganze Geld, das wiegt nicht so viel. Das sehe ich ein. Wo sind die ganzen Bücher? Bücher. Wahrscheinlich irgendwo bei Brennmaterial, ne? Ach Quatsch, die Bücher hatten wir doch schon. Ich suche die Zeitung. Ja, Stapel Papier, genau. So, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Die sieht schon ein bisschen besser aus. So, können wir hier eine Grafikkarte ausbauen oder so. Und noch mehr Papier. Natürlich. Diskette können wir nicht mitnehmen. Schade. Buch. Echt? Können wir die ganzen Bücher hier einzeln nehmen? Ach was. Lustig. Lustig, ich lach mich tot. Naja, ganz nett, dass die da so aneinander gelehnt sind. Natürlich. Gut, was ist auch sonst in einem Aktenschrank zu erwarten? Wahrscheinlich kein Brathähnchen. Gut. So, Radio, Buch, Papier, Buch. Also es waren auf jeden Fall ganz schöne Leseratten hier, Bücherwürmer, die hier gelebt haben. Gut, haben wir alles? Das können wir sogar mitnehmen. Gut. Ja, an sich ja. Aber sieht halt schon so ein kleines bisschen verlassen aus hier. Wobei, ich frage mich halt, wann das alles passiert ist, weil... Er hat hier offenbar ja auch noch gelebt. Also so lange kann das nicht her sein, seit da zum Beispiel das Upsi passiert ist mit dem Bus. Gut, da ist ja offensichtlich auch unsere Freundin entlang gekrochen. Das kann alles noch nicht so lange her sein. Gut, wenn wir jetzt noch ein kleines bisschen Budget haben, nehmen wir mal noch ein bisschen was mit. Na, ja, so, ist eigentlich super. Eigentlich Opti. Hier für unsere neuen Ofen und so, ne? Stoff, nee, komm. Auseinandernehmen machen wir jetzt mal nicht. Na gut. Dann haben wir vor allem den Schlüssel gefunden. Ach du Heilige. Oh nee. Ich speichere mal kurz. Neuer Spielstand. Odds 9. Wir probieren's. Oh je. Ja. Können auch hier mal durchlatschen. Vielleicht gibt es da irgendwas. Irgendwelche Werkzeuge oder so, ne? Ach was. Schlinge. Kleine Tiere fangen. Ach so, interessant. Ausnehmen in freier Wildbahn.
cool. Gut. Neues Ziel. Kaninchen mit Schlinge fangen. Na, guck mal. Gut, dass wir geguckt haben. Schön. Oh, Werkbank. Oh, das war mir gar nicht bewusst, dass das geht. Oh. Kann man die Bücher eigentlich wirklich lesen? Hier so Spezialbücher ausnehmen und so? Haben wir die hier irgendwo? Das ist Wissen, Dinge, Aktionen. Das will ich mal eben, das will ich wissen. Axt, ja. Axt klingt sehr gut. Muss gleich nochmal schauen. Ja. So, warte mal kurz. Wo ist es denn? Wissen wir jetzt einfach, was in diesem Buch drin steht oder wie verhält sich das? Das würde ich echt gern wissen, weil bevor wir das irgendwie verbrennen oder so, das wäre ja schade drum. Oder wir kriegen dann hier irgendwie Rezepte oder sowas. Falls ihr da was wisst, dann sagt mir das bitte. Das würde ich echt gern wissen. Naja, gut. Ich gehe sofort weiter. Fackelschlinge, naja. Dafür haben wir jetzt keine Rohstoffe. Aber das Beil, aber hallo. Auf jeden Fall. Oh. Oh, okay. Warum ist er schon wieder überfüllt? Können wir eigentlich jetzt das Beil auch machen, da wir es schon mal gefunden haben? Nee. Shit. Nee, Feuertonne will ich jetzt nicht unbedingt. Oh Mann, das ganze Holz. Ich will das alles mitnehmen. Ich muss noch mal ins Haus. Oder? Ja, ich muss noch mal ins Haus. Jesus! Fuck! Ich muss noch mal ins Haus. Auf einmal war er da. Oh mein Gott. Uiuiuiui. Gut, dass wir die Axt gerade dabei haben. Wir hatten. Hab ich mich erschrocken. Warte mal kurz. Aber. Es sieht okay aus. Verstauchungsrisiko und satt. Aber ansonsten, wir sind nicht verletzt. Sehe ich das richtig? Oi. Okay, ich lass mal ein paar Sachen hier. Meine Fresse, ey. Grauli Schmusi, ja, ich freue mich, ey. Ah, Halleluja. Mann, ey. Ja, also, die Lampe, habt ihr völlig recht. Welche ist denn geil? Oh, die ist ja voll kaputt. Das aber, ist das meine aktuelle? Ich möchte die aber dann umfüllen, wenn es irgendwie geht. Shit, Moment, ich habe zu viel Kram. Aktionen. Auffüllen. Ne, auffüllen will ich nicht. Zerlegen. Könnten sie zerlegen? Metallschrott, ne, ist ja blöd. Lampenöl, Brennstoff, Vorrat. Ich glaube, das ist die, wo wenig drin ist. Dann würde ich die hier lassen. Werkzeug. Zack. Zack, bumm. Hatten wir nicht noch mehr Zeug? Hatte ich das Zeug woanders gelassen? Ach, jetzt ist es da. Okay, keine Ahnung. Ich habe mich auch irgendwie verguckt oder verklickt eben. Ja, jedenfalls. Was lasse ich denn hier? Dann lasse ich doch die ganzen Bücher und den Shit hier. Mann, ich bin irritiert. Durch diesen Angriff bin ich irritiert worden. So. Gut. Dann haben wir jetzt 30. Dann lasse ich das bei den 30, weil vielleicht finden wir unterwegs noch irgendwas. Das ist der Punkt. Mann, dann sind die auf einmal. Ja. Ja, nee, nicht Lichtquellen. Scheiße. Nachgeladen ist sie, ne? Wenn ich jetzt neu laden sage, okay, ich wollte schon sagen, nicht, dass er gleich die gute Patrone wegwirft. Scheiße, ey.
Der Hase war mir lieber. Lecco mio, ey. So. Die ist leer. Riesenkartons, Riesenkartöne können wir aber nicht zerlegen. Was? Shit. Ach du Kacke, ja, hallo. Okay, so viel dazu. So viel zum Finden. Wer ist das? Der Besitzer, der Bauer. So. Es ist nicht sehr warm. Es ist nicht sehr warm. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob wir es schaffen oder ob wir uns erstmal aufwärmen sollten. Shit. Ich gehe auch voll falsch. Ich sollte mich beeilen. Okay, es ist jetzt ein Experiment. Das ist jetzt einfach nur ein Experiment. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Nee, ich glaube nicht. Boah, geht das schnell. Boah, geht das schnell. Und da ist noch irgendwas von Graue Mutter. Ach so, da ist die Bank. Ja, ja, ja. Ach du Heilige. Ja, es ist echt geil. Unterkühlungsrisiko. Was sagt er denn? Unterkühlungsrisiko. Finde einen warmen Ort, ja. Ich hoffe, der hält irgendwie durch, Mann. Oh ja, die Brücke sieht gut aus. Die Brücke ist gut. Die Brücke ist gut. Oh, wir brauchen gleich was Warmes. Ich hätte mich erstmal aufwärmen sollen. Erstmal ein Feuer machen. Ja, aber da sind wir wieder ein bisschen schlauer geworden. Sind wir insofern wieder ein bisschen schlauer geworden, dass man sieht, dass es echt schnell geht. Das hätte ich nicht erwartet. Es ist so schnell, so rapide. Runter geht dann. Okay, okay, okay. Wir können auch in unsere Bude, ne? Wollen wir es einfach mal machen? Machen wir uns da ein Feuer? Komm, wir testen es mal. Weil wir gerade hier sind. Besser schnell rein. Einfach nur rein. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Da schnauft unser Held. Wenn man ihn noch einen Held nennen darf und nicht Mörder. Ganz ehrlich. Beides. Das sind einfach beides. Brennholz. Ah, das Holz, das würde ich eigentlich gern für die Mama haben. Naja, was soll's. Eine Stunde, komm. Zunder Bargeld, ja. Können wir testen. Brandbeschleuniger haben wir sogar. Boah, 75% Chance. Ja, gute Frage. Können wir es noch irgendwie anderweitig optimieren? Nee. Nicht wirklich. Und das ist schon die beste Chance hier, ne? Ja, ja. Wir testen's. Komm schon! Komm schon. Unterkühlungsrisiko geheilt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt passt die Farbtemperatur auch wieder zum Spielbild. Komm schon. Das sieht doch gut aus. Ja. Ja, Mann. So, jetzt nicht Feuer fangen. Ist alles gut. Können wir denn irgendwas Fackeln nehmen? Nee. Können wir irgendwas garen? Tomatensuppe. Irgendwas Warmes wäre eigentlich ganz geil. Die Pfirsiche gehen auch immer. Oh, die Tomatensuppe klingt gut. Machen wir das mal. Die ist auch nicht mehr so ganz so fresh. Von daher. Hm? Gut, 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 gut. So, sonst noch irgendwas? Wasser, na, brauchen wir eigentlich nicht. Wasser brauchen wir eigentlich nicht. Wollen wir mal die schlechtesten Pfirsiche auch noch machen? Welche wären das denn? Die sind ziemlich low. Die sind ziemlich low. Nacht ist aber noch nicht, ne? Sah eigentlich noch relativ hell aus. Ah, da speichert er vor Freude. In Ordnung. 8 Minuten, 13 Minuten, super. Ja, ja. Ja, es könnte sogar fast ein bisschen zu viel Essen sein jetzt. Wie lange hält sich sowas denn warm? Ist die Frage. Wenn ich das jetzt einpacken würde, wie lange würde das denn halten? Oh, es blubbert. Sehr schön. Cool, cool, cool. Oh, hier. 46 Minuten. Das ist gut. Hm. Hm, aber die Suppe wäre jetzt, glaube ich, auch zum Aufwärmen ganz gut.
Es geht relativ langsam mit dem Aufwärmen. Ich würde mich hier gern hinschillen. Hier nicht zerlegen oder so. Nicht einfach nur mit dem Beil drauf einschlagen, sondern einfach mal ein bisschen dösen. Das wäre schön. Essen. Und, geht da noch ein bisschen was? Ja, da geht noch ein bisschen was. Ach, super. Und dann, naja, gut, so eine gesunde Nachtruhe wäre auch nicht schlecht, aber es ist einfach noch Tag. Wir müssen gleich mal zur Bank. Vielleicht ist gleich das Wetter auch besser. Zur Bank und zur Mama. Das machen wir noch, das ist eigentlich ausgezeichnet, noch in dieser, oh, da liegt was, in dieser Folge unterzubringen. Was? Metalllampe, ach da. Okay. Gut, 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 gut. Eigentlich könnte man den Schrank hier super für so Holz und Kram benutzen, oder die Schublade. Njo, njo, njo. Mhm. So, ach ja, die können wir auch noch essen. Was passiert denn, wenn wir uns überfressen? Ah, aber ist optimal. Pixelgenau. Pixelgenau aufgefüllt. Dann jetzt noch ein bisschen Wasser. Oder haben wir noch eine Limo? Ich glaube, wir haben auch noch eine Limo, ne? Wobei, die behalte ich vielleicht eher, weil die könnte auch noch ein bisschen sättigen. Ah, oh, genau. Trinken. Mm. Optimal. Sehr schön. Ja. Kann ich eigentlich irgendwie warten auf, bis das Feuer aus ist oder so? Nee, ne? Glaube nicht. Na gut, dann bleibe ich hier noch eine Sekunde stehen. Und dann sputen wir zur Bank. Schließfach 15 war es, glaube ich, ne? Ja, ja, ja. Weil es immer noch ein bisschen am Klappern ist. Ich hoffe, das hat sich gleich wieder. Oh, das ist eigentlich Verschwendung, jetzt vom Feuer wegzugehen, ne? Wollen wir noch irgendwas erledigen soweit? Wir haben doch noch irgendeinen Schrieb gefunden, wenn mich nicht alles täuscht. Müssen wir mal eben gucken. Ach, hier ist das. Ach, hier ist Ausnehmen. Ah, detaillierte Informationen über das gekonnte Schlachten von Tierkadavern. Oh, untersuchen. Können wir das? Nein. Wir können es nicht. Ich dachte, wir können da einfach was, naja, draus lernen. Das wäre schön. Das täte mir sehr gefallen. Na gut. Notiz des Nachbarn, das können wir auch mal schauen. Hallo Martin, wir haben Molly gefunden. Alice war sehr erleichtert. Vielen Dank, dass du uns bei der Suche geholfen hast. Die Notiz blinkt. Anscheinend war ihr dieses Mal ein Wolf auf den Fersen. Kenne ich, bin there. Seit dem Beben werden es immer mehr. Gibt eben nicht mehr so viele, die sie in Schach halten. Molly ist verletzt, aber sie wird es überleben. Sei vorsichtig, die Wölfe könnten es auch auf deinen Hund abgesehen haben. Ich weiß, dass du Tiere liebst und niemals einen Wolf erschießen würdest, aber sie sollen laute Geräusche hassen. Mhm. Interessante Information. Vielleicht kannst du dir mit einer Signalleuchte behelfen. Pass auf dich auf und besuche uns, sobald du kannst. Du solltest nicht zu viel Zeit alleine verbringen, John. Alrighty. Okay, Tomö. Tomoe. Fuchs. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Dabeisein und gute Nacht. Schlaf fein. Und bis demnächst dann. Wir lesen uns und sehen uns und so. Und erzähl dann mal, wie das so funktioniert mit deinem Scarlet und Procaster und so. Täte mich sehr interessieren. Muss ich da mal reingucken, wie so alles funktioniert. Vielleicht kann ich ja auch noch ein paar Tipps geben. Also, mal schauen. Ja, wahrscheinlich dann eher, wenn es um die Software geht oder so. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Falls du Fragen hast, kannst du es ja mal versuchen. Bei mir. Gut, Notiz des Nachbarn. Genau, Stromrechnung. Wird bestimmt sehr interessant sein. Ach du meine Güte. Ist das lang. Sehr geehrter Herr Barker, Ihre Zahlungen an die Mainland Power Corp sind jetzt deutlich verspätet. Ihr Konto soll beträgt 1200 sowieso. Der ist schuld, dass hier Power Outage ist. Der hat hier nicht bezahlt. Und auf einmal ist hier Stress. Ja, 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 ja. Trotz unserer Bemühungen, Sie bezüglich der Klärung dieses Sachverhalts zu kontaktieren, müssen wir dritten Mahnung informieren, dass wir uns leider gezwungen sehen, Ihre Stromversorgung mit sofortiger Wirkung zu trennen. Wir haben ein Wiederbeschaffungsteam beauftragt, Ihre Gemiete Solarzelle Typ BK1 zurückzuholen. Sobald Sie Ihren Kontostand ausgeglichen haben, stellen wir Ihre Versorgung gerne wieder her. Bitte beachten Sie, dass die Zählermessung durch unparteiische
Drohnen, was, durchgeführt werden? Aha. Von unserer Überwachungsstation auf Großer Bärinsel entsendet werden. Sehr fortschrittlich. Allerdings kann ich das verstehen, dass man hier, wenn es geht, keinen rausschicken will durch den tiefen Schnee. Falls Sie Einspruch gegen diese Messung erheben möchten, bla bla bla, Daten fehlen. Gibt es irgendwelche Informationen für uns? Manpower Corp ist der führende Anbieter von stromnetzbasierten Diensten in der südlichen Region der Großer Bärinsel. Wir sind stolz darauf, auf unseren hervorragenden Kundenservice, der 3 Jahre in Folge mit der Moschusgrünen Service-Medaille ausgezeichnet wurde. Okay. Naja, schön. Können wir ja vielleicht drüber reden mit Graue Mutter oder so. Gut, und das hier hatten wir. Alles klar. Dann sieht es doch ausgezeichnet aus, um... Naja, wobei es klingt nicht so gut. Wir könnten uns halt auch noch eine Stunde hinlegen. Im Zweifelsfall andererseits... Müssten wir eigentlich gleich da sein? Eigentlich müssten wir gleich da sein. Testens. Ganz abenteurermäßig mit Zwischenspeichern. Ja. Ja, ist okay. Ja, ist okay, komme ich hier durch. Komme ich hier vielleicht rüber mit Effizienz. Wir haben eine Brechstange, ne? Wir haben übrigens eine Brechstange. Wir können das blaue Auto da mal untersuchen. Waren wir schon drin? Waren wir schon drin? Ja, ich glaube nicht. Das will ich mal kurz probieren. Das ist wahrscheinlich eine Torheit jetzt hier im Schneesturm, aber egal. Warum öffnen? Aufstemmen. Kriegt man vielleicht die guten Sachen? Einmal so. Ping. Ja, aber wir haben es versucht. Wir haben ja noch einige andere Sachen zum Aufstimmen. Ich habe keine Ahnung mehr was. Aber irgendwas konnten wir öffnen. Theoretisch. Es waren noch irgendwelche anderen Autos, aber auch sonst noch irgendwas. Was ist das denn? Ach was. Gar nicht gesehen. Was konnte man denn noch so aufstemmen? Was, nicht irgendwelche Schränke oder sowas? Naja, mal gucken. Nee, Karton will ich eigentlich überhaupt nicht. Ich will mal ganz kurz mir den hier angucken, den Brief. Es wäre vielleicht nicht unpraktisch, wenn die hier die neuen Gegenstände oben einsortiert werden würden. Könnte man die direkt lesen. Naja. Hier, September 2012. Sehr geehrte Mitglieder, aufgrund der globalen Wirtschaftslage, die Ihnen allen bekannt ist, müssen wir leider unseren Betrieb einstellen. Ja, großartig. Echt toll, wenn man hier die einzige Bank weit und breit ist. Alle Bankdienstleistungen werden hiermit bis auf Weiteres eingestellt. Das Management. Toll. Vielen Dank für nix. Hier ist ja immer noch Papier. Kommt einfach immer was Neues dazu. Genauso wie der Brief. Den habe ich bestimmt überhaupt nicht übersehen zuvor. Ja, 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 ja. Naja, und wenn wir mal Zunder brauchen, dann werde ich bestimmt verklatschen, dass wir die ganzen 1000 Kartons auseinandernehmen könnten. Ich würde echt gern wissen, ob hier noch irgendwas zum... Hier so Spinde und so, ja, ja. Ob es da nicht was zum Aufstemmen gab. Keine Ahnung. Klo. Klo kann man nicht aufstemmen, ne? Gut. Wenn ihr meint. Oder hier, so Aktenschränke. Nja, nja, nja. Gut, die sind auch. Kasse ist leer. War ich da tatsächlich schon dran? Ist das so? Na gut, hier irgendwie Sicherungskasten aufstemmen. Der ist leer, der ist leer. Okay. Mal hier vielleicht noch einer. Ich mach sofort den Schließfach. Ja, die 15. Ja, durchsuchen. Das Bankschließfach der Grauen Mutter. Ein Schließfach, das den gestohlenen Gegenstand der Grauen Mutter enthält. Okay, nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Haben wir ja ansonsten noch. Ja, das hier ist noch zu. Das hier ist noch zu. Okay, okay, okay. Und wir können wieder zurückkehren. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Da haben wir auch noch ein Schließfach. Die 13. Uiuiuiui. Na, mal gucken, was das wird. Gut. Ich kehre gerne zu ihr zurück. Da ist es so schön mummelig. Ja. Gut. 25 Cent. Eigentlich ein Schnäppchen, aber geht leider nicht. Kämpfe mit Wölfen. Ja, ich möchte es eher vermeiden, ehrlich gesagt. Ah, es wird aber besser. Es wird aber besser. Oh.
Hund, ist ja noch gut. 100% gefroren, okay. Vierteln. Warum soll ich ihn vierteln? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne mal wissen, was es tut. 300 Kalorien, ja. Menge zum Zerlegen auswählen. Keine Ahnung. Krieg mal mehr raus? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dauert das genauso lang, wie hier alles machen. Ich mach mal Vierteln. Ich will wissen, was es macht. Beil. Beil ist besser, ne? Ja. Du kannst keinen Kadaver vierteln, der zu mehr als 50% gefroren ist. Ah, natürlich. Natürlich. Gut. Ich hoffe, es kommt kein Wolf. Und wir erstmal ein Feuer machen daneben. Und dann vierteln. Ach, das Wetter ist schön. Oh ja, das ist schön. Ein bisschen windig noch, aber... Ja. Herrlich. Allerdings wird es gleich dunkel. Gut, gleich dunkel. Gut, dann haben wir ein bisschen was zum Kochen. Und dann können wir ihr wieder was in den Kühlschrank tun. Und so weiter. Haben wir denn eigentlich etwas, was wir hier reintun können? Brennmaterial. Ja, genau. Hier haben wir ja ein bisschen was gesammelt. Ich habe keine Ahnung, wie viele es sein soll. Ich gebe mal ein bisschen was rein und dann gucken wir mal, wie viel sie noch will. Nee, hier ist das. Neben Story, zusätzliche Vorräte. Ach so, 36 insgesamt. Okay. Federnholz. 1 Kilo. Naja, immerhin. So ein bisschen was sollten wir uns trotzdem noch aufheben, ehrlich gesagt. Die Bücher können wir auch noch holen. 1,2 Kilo, 8 Stöcke, okay. Oh ja, ist ja gar nicht mal so übel. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Solche Vorräte, 17, sowieso. Okay. Na gut. Rein in die gute Stube. Dachchen. Es geht ab. Sirp. So, Garen. Garen, schimmliges Reh, das können wir ihr geben. Aussehen. Und warum kann ich ja nicht direkt mehr auswählen? Schimmliges Reh. Machen wir das so. Und jetzt mehr geht nicht, ne? Jo. Da ich mich so freue, sie zu sehen, hau ich mir etwas in den Wamps. Was sieht denn nicht mehr so fresh aus? Das geben wir ihr. Ja, komm. Ein bisschen fishy. Last Resort. Schön. Ausgezeichnet. Das sind die Energieriegel, ne? Und vielleicht noch... das können wir auch mal testen oder auch ihr geben. Ich will mal so eine Limo probieren. Genau, das hilft gegen beides ein bisschen. Ah, optimal. Ah, ist optimal. Sehr schön. Gut, dann quatschen wir mal. Hallo. Fach. Ja, wir sind vom Fach. Erzähl doch mal. Did you find it? Yes. Here's the safety deposit box you asked for. I still don't. Shh. Please. Give me the box. Jewelry? I don't understand. You said this would help me find her. It will. Outside her, it will. I need to find my friend. Do you think you'll be okay here by yourself? You've done more for me than you can know, Mackenzie. These pearls were my lilies. I didn't come across anyone in the farmhouse or bank that seemed like a lily. Lily was... It doesn't matter. Ich will jetzt aber wissen. Get confused? In your foggy gray memories? Maybe you thought Lily and my friend were the same? I'm sorry. I can't...
I thought I was helping you. It's okay. I don't think you're in any danger anymore. You should have enough supplies to last a while now. I'm sure help is on the way. Now that I have her pearls. Lily's things. What? Sorry, I don't understand. I needed the pearls to remember her, but now you can take her things. Upstairs, okay. In her old room, her climbing gear, her maps. They can help you get out of Milton. The path through the mountains. You mean there's another way out? Yes. Huh. My Lily was a climber. That's what happened. Never mind that. Take the rope, the map, follow her path. It'll lead you out of Milton and deeper into the mountains, north, towards Perseverance Mills. Okay. All right. Thank you. Now lead me to my memories, outsider. Go out there and find your friend. And don't stop to think about Milton or Greymother again. We're the old world. This new world is for the strong to survive. Lillys Thronschlüssel, ja. Bevor wir weiter mit ihr sprechen, will ich hier mal ganz kurz gucken. Das nehme ich mal ganz schnell raus. Und hier können wir noch kurz warten. Ja. Na, gerade eben so. Hat sie sich wieder verquatscht, aber interessant. Also hat es letztendlich indirekt um drei Ecken uns durchaus viel gebracht. Ja, auf diese Weise ja, zu helfen, sich zu erinnern vor allem, nicht wahr? Ich würde trotzdem gerne noch hier ihre Vorräte auffüllen. Warum ist das hier offen? Haben wir es nicht aufgegessen? Oder haben wir es echt nicht aufgegessen? Kann das sein? Weil wir einfach voll waren? Naja, wir lassen ihr hier mal ein bisschen was übrig. Ja, das behalten wir vielleicht mal. Wir müssen mal gucken, wie es dann am nächsten Morgen ist und so, wie viel Hunger wir haben. Überhaupt, ne? Bevor wir dann wieder losstiefeln, würde ich gerne mal gucken, was wir da noch übrig haben. Und es wird auch echt wieder dunkel, ne? Ich würde jetzt gern Folgendes machen. Wir reden gerade noch zu Ende. Dann könnten wir noch ein Schläfchen machen. Dann würde ich mal speichern. Dann würde ich für heute so langsam mal wieder Feierabend machen. Ich glaube, dann haben wir eine ganz erfolgreiche Session hinter uns gebracht. Und ist jetzt für unter der Woche eigentlich von der Uhrzeit her auch ganz gut. Dann machen wir für heute langsam mal wieder ein Päuschen. Dann haben wir auch erfolgreich mal die Technik ein bisschen getestet. Gefällt mir doch sehr gut. Wir reden noch mal ganz kurz über Erinnerungen. Lily. Who was she? You want to understand Lily's story? Man who fell from the sky. I think I know enough about Lost to understand why you wanted her pearls. Then take them. To Lily. Bit of us? Lily's still here? In Milton? Why didn't you say so? Was? Echt? Go find her. Take the pearls and give them to Lily. Was? And I can rest in peace. Ich habe da so eine Vermutung. Okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Meine Vermutung war korrekt. Okay. Machen wir aber nicht jetzt. Wir gehen jetzt nicht mitten in der Nacht da los. Nein. Das werden wir uns aufheben. Dein Geräusch. Das werden wir uns aufheben, auf jeden Fall. Wir machen jetzt das, was ich meinte. Wir werden uns noch schön... Naja, eigentlich sind wir sehr gut hier satt und so.
Wollte gerade sagen, wir werden uns noch was essen, aber andererseits benötigen wir das gar nicht. Wir könnten uns höchstens noch ein Schlückchen Wasser trinken. Ja. Damit wir auch 5-mal raus müssen in der Nacht. Und dann, solange es hier noch einigermaßen Licht ist, müssen wir vielleicht gar nicht mal die Lampe benutzen. Und hier, klar, die Truhe, die müssen wir dann auch das nächste Mal uns angucken. Ich hoffe, ich denke daran, aber ich gehe mal davon aus. Außerdem müssten wir ja auch irgendwo das noch stehen haben in unseren Notizen. Und dann machen wir einfach mal ein frühes Schläfchen. Sogar die Sonne ist noch ein kleines bisschen da. Dann machen wir einfach ein langes Schläfchen, wa? Komm, wir probieren mal 9 Stunden. Warum eigentlich nicht? Das sollte uns doch gut ausruhen. Genau das. Ja. So, und es ist immer noch arschdunkel, ehrlich gesagt. Wir machen noch ein Stündchen. Noch einmal rumdrehen. Nur noch 5 Minuten oder 60. Okay. Und, sieht's besser aus? Naja, sicherlich früher morgen jetzt, war. Ja, ja, ja. Nee, ist eigentlich super. Ist eigentlich ganz gut, wenn ich denn, wenn ich hier irgendwie rausfinde. Ja, Moment. Geht gleich los. Geht's hier runter? Nee, ich glaube nicht. Sekunde. Ah, hier. Wie das Feuer auch einfach überhaupt nicht nach oben leuchtet. So, guten Morgen. Sie scheint ganz aufgeregt zu sein. Ja, aber wirklich. Okay. Ganz ruhig. Ja, ja, die Perlen, die sind bei uns sicher. Keine Sorge. Liebe Mama. Liebes Mütterchen. Gut, ich weiß gar nicht, was ich hier gerade gucke. Wir haben eigentlich, wir können auch mal trinken, wir haben alles sehr schön erledigt heute. Wir wurden 2-mal angegriffen. Das 2. Mal habe ich es wirklich nicht kommen gesehen, meine Fresse. Aber wir haben uns auch wieder erfolgreich geheilt. Das ist ein gutes Zeichen. Ich werte das einfach mal als gutes Zeichen. Bisschen Hunger haben wir zwar, aber da kann sich der Zukunfts-Ochi drum kümmern. Neuer Spielstand, Orts 11 oder so. So. Und dann würde ich sagen, ich sage nämlich vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und in der nächsten Folge gucken wir dann, was wir noch erledigen können. Wir haben jetzt ja wieder ein paar neue Aufgaben. Mhm. Genau, auf jeden Fall die Truhe, auf jeden Fall Lilly besuchen. Und dann würde ich eigentlich ganz gern probieren, die Nebenmissionen noch so weit zu erledigen, wie es geht. Bevor wir dann aufbrechen, nehme ich mal an. Da bin ich mal sehr gespannt, ob wir dann wirklich aus Milton rauskommen so langsam. Mal gucken. Wir werden es erleben. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal und bis demnächst dann. Macht es gut und tschüss.